Okay, meine Leute, meine lieben Leute, es geht weiter. Jetzt kommen viele Gegner, die uns angreifen werden. Haha, jetzt könnt ihr mich nicht. Scheiße. Oh. Okay. Oh Mann, ich glaube, ich bin jetzt Stufe 4, Kartenpunkte erhöht. Den habe ich. Ich glaube, ich zeige euch mal die Rutschattacke. Ja, hier zeige ich den mal. Wieso kam die jetzt nicht? Ah, jetzt ist die da. Ich brauche die Erfahrungspunkte hier. Fickt euch. So. Und so und so. Jetzt ist der auch weg. Was willst du? Warte, das brauche ich hier. Das ist 10 wert. Nein, 5 wert. Komm raus. Gut so. Und das Eis hier. Lecker Eis. Und dann in der Dunkelheit schon wieder. So. Okay, ich habe gerade eine Feindeskarte bekommen. Den Klappersoldaten. Z-Karten hinzu. Den hier. Fügt normalen Kombos einen weiteren Schlag hinzu. 20 KP-Punkte verbraucht er. Okay, dann habe ich den jetzt. Kann ich vielleicht den gebrauchen? Vielleicht auch nicht. Sehen wir mal. Und hier kann man immer grüne Punkte sammeln oder sogenannte Mogri-Punkte. Hier kann ich nur gerade sowas sammeln. Da gehe ich noch nicht rein, da geht die Story weiter. Ich werde aber erstmal alle Räume erkunden und alle Räume freischalten, sonst habe ich da später noch Probleme. Da muss ich später was machen. Oh, das sind die Mogi-Punkte, die kann man später gegen Karten eintauschen. Warte, habe ich schon drauf getreten? Ja. So, eine Karte. Ach. Du kriegst diese. Oh, Vita 1. Also. Karten, die 1 wert sind, die sind so gesagt die schlechtesten Karten. Die kann man echt in die Tonne treten. Als sie das einmal durchgespielt hatte, sie gar keine Karte, die mit 1 ist. Außer wenn es spezielle Kombos sind, die man nur mit einer Karte braucht. Dann habe ich die verwendet. Okay. Raumkarten. Nein. Okay, ich gehe einfach mal weiter. Was kann man hier gebrauchen? Drängende Dunkelheit, harmlose Dunkelheit, dösende Dunkelheit, Raum der Begegnung. Ach, ich benutze einfach das hier. Ich muss auch leveln. Leveln ist wichtig hier. Ja, kannst du auch langsamer gehen oder wie? Ja, verdammt. Ach, jetzt kommen mehr Gegner. Das sehe ich jetzt schon. Ich kriege irgendwie die drängende Dunkelheit. Ey, wenn das so weit geht, kriege ich bald ein Level ab. Ich bin nicht böse, wenn ich die Kämpfe rausschneide, aber besser. Dass ich das rausschneide. Sonst wird das noch viel länger dauern. Und. Ach, leckt mich, kommt nicht mit euren 1-Level-Karten hier an. Bitte sei. Ey, Spiel, willst mich verarschen. Bitte, wenn das 1. Noch 2. Kleine Abwechslung. Hm. Das ist hier nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist ein Leben. Gut, kann man immer gebrauchen. Wenigstens etwas. Und hier ist Königsanhänger 3. Mogri-Punkte. Die sammle ich jetzt schon. Das ist wichtig für später. Vielleicht sind auch welche hier. Nein, nur Leben. Und hier. Mogri-Punkte. Gut, gut. Sammeln wir die roten Blutkuppelchen hier. Okay, dann haben wir das auch. Du hier. Okay, dann mache ich mal kurz mein Set hier. Karten weg, die einer Karten weg. Okay, Karten hinzu. 3 und 2. Vita kann ich jetzt gerade nicht so gebrauchen, weil. So ist das besser. Ja, so ist es gut. Oder warte mal, ich habe gerade was gesehen. So. So sieht es doch besser aus. So. Okay. Da gibt es auch ein Königswappen da. Ich schneide das wirklich raus, weil es hat kein. Eine Nullkarte brauche ich. Dunkle Dröse mit Dunkelheit. Also die Räume kann man immer wieder betreten. Also zeige ich das kurz mal. Okay.
Okay, Level 6. Letzter Gegner. Okay, man kann die Räume wieder aufmachen, also angreifen. Und man kann immer den Raum wiederholen und nochmal kämpfen. Aber ich werde das nicht machen, außer wenn ich die jetzt trainieren gehen werde. Nur dann, nur dann. Oh, okay, okay, eine Nullkarte kann man gebrauchen. Gut, 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 dass ich das jetzt bekommen habe. Ach ja, die Nullkarte. So, so, so. Ja, perfekt. So, okay. Als ich Level 6 habe, habt ihr gerade gesehen, Kartenpunkt habe ich erhöht. Kämpfe rausgeschnitten, das ist ja wichtig. Nicht wichtig, aber so gesagt essentiell, weil Mogri-Punkte, Halleluja. Kommt, komm her, du Punkt. Okay, ist der Punkt, ist der Mogri-Punkt noch da? Nein. Ich frage mich, ob ich jetzt neue Karten bekomme. Ich glaube eher nicht. Aber Mogri-Punkte, die kann man gebrauchen. Die kann man echt gut gebrauchen, wenn man jetzt neue Karten haben. Hey, die Bogi-Göttin ist ja bei meiner Seite. Okay, jetzt geht mit der Story so weiter. Die meiste Zeit war das sowieso nur Kämpfen, die kein Schwein sehen wollte, so gesagt. Aber es gibt da, es gibt... Gute Karte. Karten weg, Karten hinzu. So. Es gibt keinen, der jetzt irgendwie ganze Zeit sehen will, wie ich ganze hier rumkämpfe. Es hat kein... Es ist sowieso nichts Spektakuläres, weil... Momentan ist da nichts, was ich da zeigen kann. Es ist echt nichts Spektakuläres, außer wenn ihr das wenn ihr die... Oh, noch eine Nullkarte. Gut. Und hier, Mogri-Punkte. Leute, diese Mogri-Punkte sind wichtig. Für später. Okay, Mogri-Punkt haut ab da. Naja, egal. Jetzt öffnen wir das. Türen mit einer Krone sind besondere Türen. So benötigt es spezielle Karten, sogenannte Schlüsselkarten, um diese Türen zu öffnen. Doch diese passende Schlüsselkarte allein reicht nicht, um die Tür zu öffnen. Du benötigst die Schlüsselkarte und mindestens noch eine Karte, die die Vorgaben erfüllt. Wähle Raumkarten aus, die die Vorgaben erfüllen. Ja, ja, ja. Ich benutze... Hier. So. Jetzt geht es mit der Story weiter. Alleine zu kämpfen ist viel schwerer als ich dachte. Oh, hast du jetzt bemerkt? Okay, Karten erscheinen. Hey, was geht ab? Ah, hört auf, so aus dem Nichts zu erscheinen. Wir können nichts dafür. Wir wissen auch nie, was hier vor sich geht. Du bist kämpferisch, aber ganz schön eingerostet. Brauchst du wirklich keine Hilfe? Woran die das denn wissen? Haben sie mich beobachtet oder was? Alles in Ordnung, wirklich. Mit dieser Einstellung bist du bald Futter für die Herzlosen. Wer sagt das? Leon, du bist es. Was machst du hier im Schloss des Unfalls? Oder Squall von Final Fantasy 8. Schloss des Unfalls? Was redest du denn da? Dies ist die Stadt Travis. Und woher kennst du meinen Namen? Ich habe euch noch nie im Leben gesehen. Lass die Spielchen, Leon. Wir haben doch alle gegen die Herzlosen gekämpft. Das weißt du doch. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich kenne nicht mal eure Namen. Wirklich nicht? Tut mir leid. Ich fasse es nicht. Wie kannst du uns nur vergessen haben? Hey, tut mir ja echt leid, aber ihr verwechselt mich. Das passiert ständig. Nimm's nicht persönlich, Sora. Du kennst ja seinen Namen doch. Halt. Stopp, jetzt rede ich. Woher kenne ich deinen Namen? Glaubst du, dass Leon bloß Spaß macht? Nein, er ist nicht so einer, der Witze reißt. Wenn ja, ist das nicht witzig. Sora ist wirklich verletzt. Oh, wer macht hier Späßchen, Goofy? Und du und Donald seid doch diejenigen, die... Hey! Was geht ab? Ich kapier das nicht. Was ist bloß mit meinem Gedächtnis los? Keine Ahnung, Leon. Vielleicht hatte Aerith ja doch recht mit ihrer Ahnung. Sexy Vibe und so. Sie sagte, sie würde eine Art unheimliche Macht spüren und bat uns, der Sache nachzugehen. Das haben wir getan und das gerade fällt definitiv unter die Kategorie
unheimlich. Vielleicht sollten wir Sora und die anderen zu Aerith bringen. Yuffie, du kennst meinen Namen? Ja. Ja, und du meinen ja wohl auch. Ist das ein Freund von dir? Nein, er ist mir völlig fremd, aber ich kenne seinen Namen. Seltsam, ja, aber praktisch. So sparen wir uns langatmige Selbstvorstellungen. Ah. Squall, hör auf. Nein, Leon, Leon. Mann, Yuffie, damit wären ja alle unsere Probleme gelöst. Nun, ich gehe vor und erkläre Aerith alles. Leon, du führst Sora und die anderen überall rum. Bis später. Ach ja, jetzt kommt ein kleines Tutorium von ihm. Ach, kleines Tutorium. Also weiter im Text. Kommt schon, folgt mir. Aber passt auf, es befinden sich noch immer Herzlose in der Stadt. Ich zeige euch besser, wie ihr euch in der Schlacht schützt. Okay. Siehst du die Werte auf deinen Karten? Sie reichen von 0 bis 10. Je höher der Wert, desto stärker auch die Karte, habe ich schon erklärt. Spielen du und dein Gegner gleichzeitig eine Karte aus, gewinnt der mit den höheren Wert, habe ich schon. Na los, probier's mal. Darf ich nicht... Ach. Warte, wo ist meine Nullkarte, die ich da gerade... Was? Hat er gerade eine Nullkarte geschlagen? Soweit alles klar. Eine Karte auszuspielen, deren Wert höher ist als der Gegners, nennt man einen Kartenstich. Spielst du eine niedrige Karte aus, wird dein Angriff abgewehrt. Selbst starke Karten können abgewehrt werden, wenn der gegnerische Wert höher ist. Wer auch immer einen Stich verliert, muss eine Attacke wegstecken. Sieh also zu, dass du nicht so oft verlierst. Karten mit dem Wert 0 sind besondere Karten. Ganz egal, welche Karte dein Gegner ausspielt, du kannst sie mit einer Nullkarte stechen. Aber du musst auch abwarten, bis dein Gegner seinen Karten ausgespielt hat. Spielst du die Nullkarte zu früh aus, kann dein Gegner sie mit jeder beliebigen Karte stechen. Sprich, kommt sie als Antwort, ist sie die stärkste Karte. Kommt sie als erstes, die schwächste. Versuch, das Beste aus ihr zu machen. Von den Kartenwerten hängt auch die Zusammenstellung deines Sets ab. Behalte das im Hinterkopf. Jetzt wird es Zeit, dir beizubringen, wie du Karten kombinieren kannst. Du kannst Karten nicht nur einzeln benutzen. Du kannst auch drei Karten im Petto haben und dann auf einmal spielen. Das nennt man kombinieren. Karten im Petto zu haben und dann in drei Kombinationen auszuspielen, ist effektiver, als sie einzeln auszuspielen. Los, probier es ruhig mal. Wähle einfach drei Karten aus deinem Set aus. Und nicht vergessen, drei müssen es sein, sonst funktioniert das nicht. Ja, ist klar. Die Summe aus deinen Karten im Petto ergibt einen Wert, den du stets ausspielst. Der Wert ist in der Regel hoch und noch schwer zu stechen. Die Combo-Attacke sehr stark. Du brauchst dich nicht zurückzuhalten. Zeig mir, was du drauf hast, Schlampe. Combo-Attacken sind nicht der einzige Vorteil, den du hast. Wähle deine Karten weise und du kannst sogenannte Spezialmanöver entfesseln. Es gibt die verschiedensten Spezialmanöver und alle haben ihre eigene Kartenkombination. Probier's das mal aus, sobald du mal mehr Karten hast und ein paar Spezialmanöver erlernt hast. Bedenke dabei eines. Benutzt du eine Karte Spezialmanöver, verlierst du immer die erste Karte, die du dafür im Petto hattest. Du kannst sie nicht mehr nachstocken, sie kommt erst wieder nach dem Kampf zurück. Verlässt du dich nur auf Spezialmanöver, stehst du bald ohne Karten da. Das ist nicht gut. Kommst du soweit klar, Sora? Ja, mehr oder weniger. Den Rest eigne ich mir schon in den ersten paar Kämpfen an. Die hat hier rumgelegen. Nimm sie. Was habe ich jetzt bekommen? Denk an das, was ich dir erklärt habe und nutze es. Was für Riesen... Okay, was... Simba halten? Simba, okay, eine Beschwörung. Sets verwalten. Karten hinzu. Simba. Boah, 30 Punkte. Soll ich ein paar Karten... Ich habe eine Viererkarte noch. Karten weg. Das hier. Und das hier rein. Willst du mich gerade verarschen? Wieso geht's nicht rein? Hä? Ich verstehe das jetzt gerade. Karten hinzu. Ich verstehe es gerade nicht, warum das jetzt nicht gerade geklappt hat, aber egal. Ich denke einfach mal, okay.
Oh, so viele Mogri-Punkte. Sehr, sehr gut. Kann ich immer gebrauchen. Wie viele Mogri-Punkte habe ich schon? 350. Gut, gut. Aber wir machen mal mit der Story weiter. Jetzt kommt die nächste, so gesagt, die Cutscene. Lecker. Mogri-Punkte. Ich weiß, das ist langweilig gerade, aber ey, das ist so gesagt mein Let's Play und ich werde das jetzt so zeigen, dass es jeder versteht. Und bisher hat es, glaube ich, auch jeder verstanden. Das System ist einfach. Wenn man einfach die Nullkarten hat und hohe Karten hat, hat man hier gute Chance. Verdammte Scheiße, die Mogri-Göttin schenkt mir echt viel. Wenn es eine Mogri-Göttin gibt. Okay. Okay, wenn der erste Mogri kommt, habe ich schon ein paar Sachen gut. So. Okay, ich werde kurz was machen, also bis gleich. Okay, es geht weiter und wir nehmen einfach mal die Karte hier und dann das hier. Okay, ich habe jetzt mal die Kämpfe rausgeschnitten und es geht einfach mit der Story weiter. Schweigen. Eric, du hast mich doch auch nicht vergessen. Du hast mich doch noch nicht, auch vergessen, so. Heißt es jetzt, schön dich kennenzulernen oder schön dich wiederzusehen? Weil es passt irgendwie. Ich glaube nicht, dass ich dich kenne, aber ich fühle, dass du hier gehörst. Ja genau, wir kennen uns zwar nicht, aber trotzdem ist mir dein Name so vertraut. Aber natürlich kennen wir uns, wir haben als Team die Herzlosen besiegt. Ich fühle, dass du recht hast, aber ich erinnere mich nicht. Dann weißt du auch sicher nicht mehr, was du zu mir gesagt hast? In Hollow Bastion, als ich das Schlüsselloch versiegelt habe. Ade, vielleicht für immer. Aber wir werden einander nie vergessen. Du erinnerst dich ja doch. Leon. Er hat recht, Leon. Ich erinnere mich auch, dass du das gesagt hast. Dann ist das also doch kein bloßer Zufall. Ich glaube nicht, dass ich mich nur daran erinnere, aber irgendwie eben doch. Vielleicht übernimmt Zoras Herz das Erinnern für uns. Wie soll das denn gehen? Explanation, bitte. Please, wir kennen dich nicht, Pesora, aber dein Herz ist voller Erinnerungen an unser Zusammensein. Diese Erinnerungen müssen doch auch in unseren Herzen sein. Vielleicht verraten sie uns die Dinge, die wir sonst nicht wüssten. Du meinst also, dass Zoras Erinnerungen die unseren beeinflussen? Seine Erinnerungen scheinen eine gewisse Macht zu besitzen. Aha! Dann hatte der Typ ja doch recht. Diese Stadt muss eine Illusion sein, etwas, das meine Erinnerungen geschaffen hat. Erschaffen hat. Und lebt in dieser Stadt vielleicht auch jemand ganz Besonderes? Wie hast du das? Jetzt verstehe ich, du weißt das, weil meine Erinnerungen in deinem Herzen widerhallen. Wie dem auch sei, ein Freund von mir ist irgendwo in dieser Stadt. Ich meine im Schloss des Infants. Schloss des Infants? Was ist das? In der Stadt Torres gibt es keine Schlösser. Wartet. Okay, in der Stadt Torres gibt es keine Schlösser. So meine ich das nicht. Zora hat sich noch einige Fragen zu klären, stimmt's? Stimmt, schließlich sind wir ja gerade erst angekommen. Kann ja nicht schaden, sich umzusehen. Dann seh dich doch in der Stadt mal um. Hier gibt es zwar Herzlöser, aber das ist ja kein Problem für dich. Du weißt also, dass ich kämpfen kann? Ich erinnere mich zwar nicht genau, aber langsam kommt, glaube ich es. Okay, damit haben wir die Schlüssel der Wahrheit bekommen. Damit können wir jetzt Mogri-Punkte wieder sammeln. Ich kriege ja echt viele Mogri-Punkte. Ach, die Kugel will mich verarschen. Schade, dass ich jetzt keine Karten mehr bekomme. Aber Mogri-Punkte kann ich immer gut gebrauchen. Immer wieder. Und hier. AP. Hier auch. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Okay. Ich glaube, ich bin jetzt ein passendes Level für den Boss, der jetzt gleich kommen wird. Irgendeine Karte. Ich nehme einfach die hier. Null Karten sind wichtige Karten, die kann man immer gebrauchen. Als Reserve, wenn man keine Karte hat von der Sorte. Das ist wo Sid. Altes Haus hier. Sieh mal einer an, das ist ja Sora. Moment, was rede ich denn da? Ich kenne dich gar nicht.
aber du siehst aus wie ein Zora, mit den zotteligen Haaren und der Schlabberhosen. Baggy Jeans. Naja, vielleicht nenne ich dich ja nur so, weil der Klang so gut zu dir passt, Junge. Schon in Ordnung, Sid, so heiße ich. Dann hast du also schon von mir gehört. Das überrascht mich jetzt nicht. Wie auch immer, ich dachte mir, ob du mir nicht vielleicht helfen könntest. Ein Freund von mir hält sich hier irgendwo im Schloss auf, in der Stadt. Ein Freund dieser Stadt? Diese Stadt kriegt hier in letzter Zeit nichts als Herzlose zu sehen. Man kann ja keine zwei Schritte tun, ohne angegriffen zu werden. Am Platz ist es am schlimmsten. Es heißt, wir kriegen es mit einem gigantischen Herzlosen zu tun, wenn die Glocke ertönt. Ich weiß, welcher Herzlose das ist. Wenn du deine Haut retten willst, dann nichts viel weg, solange es noch geht. Vielleicht hat er recht. Wollt ihr diesen Herzlosen denn nicht sehen? Nein, wollen wir nicht. Oh, jetzt kommt er wohl. Die Glocke. Sora, pass auf. Boss Fight. Gegen Panzerrüstor. Wer hat es gedacht? Und jetzt kommt das Riesenherz. So. Kommst du Karte mal her? Okay, er hat eine Nullkarte eingesetzt. Kann ich sowieso leicht stechen. Leon hat ja selbst erzählt, wer Nullkarten einsetzt. Am Anfang ist sowieso die schwächste Karte. So. Okay, komm, mach irgendeine Karte. Ach so, er hat ja auch erzählt, mit den passenden, wie man es passend einsetzen soll. So, jetzt habe ich meine Karten wieder. Okay. Jetzt mich gerade ver... Ach so, er hat einen Nullkart eingesetzt. Okay, dann so. Ich muss meine Karten mal aufheilen. So und so. Das war sowieso ein leichter Boss. Ich muss mich heilen. Fick dich, du verdammtes Monster. Hier. Ah, okay. Die grüne Karte brauche ich hier. So, jetzt ist er auf dem Boden und kann nichts machen. Jetzt kann ich ihn ununterbrochen angreifen. Ich glaube, ich spiele ein bisschen schlecht. Weil ich schon fast alle meine Karten hier verbraucht habe. Für solche Spezialmanöver. Die ich eigentlich gar nicht einsetzen muss. Für solche... Wir haben so einen Bastard-Gegner. So, aufgeheilt. Wenn er alleine ist, kann er sogar eine behinderte Attacke. Und so. Der Arm ist weg. Jetzt kann er diese behinderte Attacke, die ihn jetzt nicht trifft. So. Zeit genommen für Angriffen. So. Trifft sowieso nicht. Willst mich gerade packen. So und so. Ekliges Monster. Hä, wie kann mich das treffen? Achso, man muss in den Zeit, wenn er diese Attacke macht, einfach mal rollen, dann trifft es sowieso nicht. Manchmal hasse ich das, aber egal, heilen. So, nicht getroffen, Bastard. So und so, geklärt. Dämliches Monster. Und sehr viele Erfahrungspunkte. Ein Herz ist weggegangen, das hat auch eine Begründung später. Panzerrüstör. Dein Freund war also nicht hier? Anscheinend nicht. Nein, ich glaube nicht, dass wir ihn in dieser Stadt finden. Aber er ist irgendwo im Schloss. Ich weiß es genau.
Schloss, als wäre die ganze Stadt im Inneren eines riesigen Schlosses. Ich lach mich tot. Ich glaube, er hat recht, Sid, auch wenn wir das nicht begreifen. Pessoa ist glasklar. Er sieht eine Realität, die über unsere Welt hinausgeht. X-Faktor. Wenn ich mir bloß sicher wäre, das passt echt zu X-Faktor. Du schaffst es das schon, Sora, egal welche Gestalt die Realität angeht. Du kriegst das hin. Ich mag mich nicht an dich erinnern, aber mein Herz kennt dich. Das klang ein bisschen schwul. Leon? Pass auf dich auf, Sora. Ich weiß ja nicht, was hier los ist, aber viel Glück trotzdem. Im Herzen will ich immer bei dir sein, Sora. Und die kommt zurück. Mit Riesenstiefeln. Stimmt was nicht? Ich habe zwar keine Antworten auf alles, aber das ist etwas, das du wissen solltest. Deine Erinnerungen haben diese Stadt erschaffen, stimmt's? Richtig. Das hat jedenfalls der gesagt, der mir die Karte gegeben hat. Wenn das stimmt, dann ist diese Stadt nur ein Hirngespinst, genau wie wir. Aber du bist kein Hirngespinst. Du stehst hier vor mir und die Stadt ist auch da. Aber ich bin nicht ich. Ich erinnere mich nicht, obwohl ich das sollte. Ich spüre Dinge, die ich nicht spüren sollte. Sora, hüte deine Erinnerungen. Auf deiner bevorstehenden Reise wirst du viele Illusionen sehen. Manchmal werden sie dich die Schatten deiner Erinnerungen trügen und ihnen die Irre führen. Und was genau hat das zu bedeuten? Ich bin auch nur eine Illusion, Sora. Die Wahrheit ist außerhalb meiner Reichweite. Sag doch nicht sowas. Das deprimiert mich nur. Nein, Sora, lass dich durch Illusionen nicht vom richtigen Weg abbringen. Alles klar. Sora? Bist du bereit? Ja, ich komme gleich. Aerith, ich... Na gut, Aerith, ich muss jetzt los. Aerith? Was ist mit dir? Sie ist weg. Ich habe gerade noch mit ihr gesprochen und jetzt ist sie verschwunden. Aber Aerith ist doch mit Leon und den anderen mitgegangen. Hä? Du hast doch ganz allein hier gestanden. Wir haben uns schon gewundert, was los ist. Selbstgespräche? Schizophrenie? Vielleicht. Das also meinte sie. Illusionen. Hier kann man weiter. Aber da machen wir im nächsten Part weiter.